Heute im Transferticker. Frankfurt gibt Lindström ab und verpflichtet einen Nachfolger. Kolo Muani bittet die SGE um eine Wechselfreigabe, scheitert der Transfer zu PSG trotzdem und Bayern hat Interesse an Tottenhams Erik Dier. Los geht's wie gewohnt mit den fixen Transfers. Brighton hat mit Carlos Baleba den Ersatz für Moises Caicedo präsentiert, der für 116 Millionen Euro an Chelsea verkauft wurde. Baleba kommt vom LOSC Lille, kostet eine Basisablöse von 27 Millionen Euro und unterschreibt bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Die Ablöse für den gebürtigen Kameruner kann dank Boni um weitere 3 Millionen Euro steigen. Zudem sicherte sich Lille eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15%. Insgesamt absolvierte das Mittelfeldtalent 680 Minuten verteilt auf 23 Partien für Lille. Diese Zeit reichte Brighton, um die zweithöchste Ablöse der Clubgeschichte zu zahlen. Der FC Everton ist mit 0 Punkten und ohne Tor aus 3 Partien in die neue Saison gestartet. Als Reaktion darauf haben die Toffees kurz vor Transferschluss einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Beto kommt aus der Serie A von Udinese Calcio und unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2027 beim Club aus Liverpool. Der 25 Jahre alte Portugiese empfahl sich mit 10 Ligatreffern in 33 Einsätzen in der letzten Saison, die seinen Marktwert von 10 Millionen auf 25 Millionen Euro anwachsen ließen. Auf diese Summe beläuft sich auch die Ablöse für den 1,94 Meter großen Angreifer, die mit Boni noch um 5 Millionen Euro anwachsen kann, womit sich Beto in den Top 15 der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte einreiht. Udinese nahm derweil nur 5-mal mehr mit einem Spielerverkauf ein. Der FC Fulham hat sich die Dienste des wertvollsten Spielers der Championship gesichert. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, wechselt Timothy Castagne von Premier League-Absteiger Leicester City zu den Cottagers, bei denen der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb. Mit einer Taxierung von 25 Millionen Euro führt er zusammen mit 3 weiteren Profis die Rangliste der Top-Marktwerte im englischen Fußball-Unterhaus an. Ursprünglich lief der Vertrag des 33-fachen belgischen Nationalspielers noch bis 2025. Daher wird für ihn nun eine Ablöse fällig, die sich laut The Athletic auf bis zu 15 Millionen Pfund, rund 17,5 Millionen Euro, einschließlich Boni beläuft. Damit steigt Castagne zu einem der 10 teuersten Zugänge in Fulhams Clubgeschichte auf. Linksaußen Gonçalo Guedes von den Wolverhampton Wanderers schließt sich erneut per Leihe für eine Saison Benfica Lissabon an. Der Portugiese hatte bereits die Rückserie der vergangenen Spielzeit bei den Adlern bestritten, war zwischenzeitlich aber aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen. Der Vertrag des 26-Jährigen bei den Wolves, wo er zu den 5 teuersten Zugängen der Clubhistorie zählt, ist noch bis 2026 datiert. Wolverhampton verpflichtete Guedes im August 2022 für 32,6 Millionen Euro. Für den Premier League Club absolvierte der Portugiese lediglich 18 Partien und stand 972 Minuten auf dem Platz. Hansa Rostock hat Innenverteidiger Jonas David bis Saisonende vom Hamburger SV ausgeliehen. Der 23-Jährige verlängerte zuvor seinen im Sommer auslaufenden Vertrag an der Elbe um ein Jahr bis 2025. Bei Hansa schließt er die nach der Verletzung von Oliver Hüsing entstandene Lücke im Defensivzentrum. David hatte bei den Norddeutschen bereits 2018 den Sprung zu den Profis gemacht, bestritt seither 59 Pflichtspiele im Trikot der ersten Mannschaft. Während David in den vergangenen Jahren immer wieder gesetzt war, galten seine Einsatzzeiten beim HSV aufgrund der hohen Konkurrenz als gering. Eintracht Braunschweig verstärkt die Offensive mit Florian Krüger. Der 24-Jährige wird für eine Saison vom FC Groningen ausgeliehen, bei dem er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Der BTSV sicherte sich zudem eine Kaufoption. Krüger war im letzten Sommer für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Arminia Bielefeld in die Eredivisie gewechselt, wo er mit 6 Torbeteiligungen in 22 Partien den Abstieg Gronings aber nicht verhindern konnte. Krüger ist der 10. BTSV-Neuzugang und ab sofort mit einem Marktwert von 900.000 Euro der wertvollste Profi im Kader. Sehr aktiv auf dem Transfermarkt zeigte sich zuletzt auch Eintracht Frankfurt. Es folgen 4 Transfers mit SGE-Bezug. Eintracht Frankfurts offensiver Mittelfeldspieler Jesper Lindström verlässt die Bundesliga in Richtung Italien. Wie die SGE und die SSC Neapel mitteilten, wird der 23-Jährige dauerhaft an den italienischen Meister abgegeben. Zuletzt war in den Medienberichten von einer Leihe die Rede. Im Anschluss sollte eine Kaufpflicht greifen, die dem Dänen einen Vertrag bis 2028 beschere, mit einem Gehalt von rund 2,3 Millionen Euro pro Saison. Für die Hessen ist der Deal mit einem ordentlichen Transferplus verbunden. Als Ablöse werden Berichten zufolge rund 25 bis 30 Millionen Euro fällig. Interesse an Lindström, der bislang 9-mal für die dänische Nationalmannschaft auflief, soll neben Napoli auch Juventus gezeigt haben. Einen Tag nach dem Abgang von Jesper Lindström zur SSC Neapel hat Eintracht Frankfurt mit Faris Chaibi einen Nachfolger präsentiert. Der 20 Jahre alte Nationalspieler Algeriens kommt vom FC Toulouse und hat am Main einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Die Ablöse für den Offensiv-Allrounder liegt dem Vernehmen nach bei 10 Millionen Euro und damit bei rund einem Drittel der Summe, die die Adler für den dänischen Nationalspieler eingenommen haben. Chaibi, der hinter dem Mittelstürmer sowohl zentral als auch auf den Außen agieren kann, reiht sich damit auf dem 3. Platz in der Rangliste der teuersten SGE-Zugänge der Geschichte ein. Toulouse soll für den 2019 aus der Jugend des FC Lyon geholten Angreifer zunächst bis zu 15 Millionen Euro gefordert haben. Nach dem Abschied von Ramay zu Ajax Amsterdam hat Eintracht Frankfurt reagiert und einen neuen Torhüter unter Vertrag genommen.
Vom Copa Libertadores-Sieger Flamengo Rio de Janeiro kommt Kauas Santos zur SGE. Der 1,96 Meter große Torwart, der mit der U20 der Seleção in diesem Jahr Südamerikameister wurde und an der WM teilnahm, unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 2028. Santos, der noch auf sein Profidebüt wartet, kostet dem Vernehmen nach 1,6 Millionen Euro Ablöse. Flamengo sicherte sich zudem nach eigenen Angaben eine Beteiligung von 30% an einem zukünftigen Transfergewinn. RB Leipzig hat sich auf der linken Außenbahn verstärkt. Wie die Roten Bullen am Mittwochmorgen bekannt gaben, wechselt Christopher Lenz von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen und erhält einen Einjahresvertrag bis 2024. So lange war der 28-Jährige bis zuletzt auch an die SGE gebunden. Sein neues Arbeitspapier enthält zudem eine Option für eine weitere Saison. Schon länger fahndete Pokalsieger Leipzig nach einem Backup für David Raum. Mit Lenz ist dieser nun gefunden. Zuletzt hieß es, dass die Eintracht zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro für die Dienste von Lenz fordert. Erstmals in seiner Karriere wird eine Ablöse für den gebürtigen Berliner fällig, der bei seinen bisherigen Transfers immer zum Nulltarif wechselte. Lenz ist mit 28 Jahren der älteste Feldspieler, der seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 nach Leipzig wechselte. Kommen wir zu den Gerüchten und auch hier starten wir mit Eintracht Frankfurt, in dem sich seit Wochen hinziehenden Transferpoker zwischen Frankfurt, PSG rund um Kolumuani hat sich der 24-Jährige nun erstmals selbst geäußert. Nachdem die Hessen Berichten zufolge am Dienstag auch das dritte Angebot des Ligue 1-Clubs abgelehnt hatten, plädierte der Franzose beim TV-Sender Sky für eine Freigabe vor Ende des Transferfensters. Frankfurt will mit dem Vize-Weltmeister mindestens 100 Millionen Euro einnehmen, wie Sportvorstand Markus Krösche in der Vergangenheit wiederholt durchscheinen ließ. Zuletzt soll PSG am Dienstagnachmittag übereinstimmenden Berichten zufolge ein Paket von 65 Millionen Euro Ablöse ohne Boni sowie den Transfer von Hugo Ekitike geboten haben, was die Eintracht jedoch erneut ablehnte. Die SGE-Verantwortlichen seien der Ansicht, dass trotz der Integration von Ekitike in den Deal die Offerte noch weit von den eigenen Erwartungen entfernt ist, schrieb L'Equipe. Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt. Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird. Diese Aussagen von Kolumuani kamen bei den SGE-Verantwortlichen laut Bildinfos nicht gut an, da das Interview vom Verein nicht autorisiert wurde. Das Blatt habe erfahren, dass sich die Chancen auf einen Transfer bis zum Deadline Day am 1. September auf ein Minimum reduzieren. Hinzu kommt nämlich, dass das von den Parisern abgegebene Angebot in Wahrheit viel niedriger als jüngst kolportiert worden sei. Der Spieler selbst hofft aber weiterhin auf einen Transfer. Der Stürmer hat die sportliche Leitung der Eintracht nämlich darüber informiert, dass er nicht am heutigen Abschlusstraining vor dem Playoff-Spiel gegen Sofia am Donnerstag teilnehmen wird. Falls sich der Transfer von Kolumuani nicht finalisieren lässt, arbeitet man in Paris derweil an einer weiteren Option für den Sturm. Offensiv-Allrounder Bradley Barcola von Olympique Lyon. Lyon-Club-Chef John Textor bestätigte der Sportzeitung L'Equipe, dass er mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi im Austausch ist. Barcola hatte seit Ende Januar 2023 einen überragenden Lauf und sammelte in 20 Ligue 1-Partien 14 Scorerpunkte. Dabei kam er auf der linken und der rechten Außenbahn sowie im Sturmzentrum zum Einsatz. Sein Marktwert kletterte seitdem von 2 Millionen auf 18 Millionen Euro. Auch hier verhält es sich jedoch wie bei Kolumuani. Die Verhandlungen haben aktuell noch nicht das Level erreicht, was sich Olympique Lyon vorstellt. Barcola besitzt beim Ligue 1 Club noch einen Vertrag bis 2026. Der englische Innenverteidiger Eric Dier von Tottenham Hotspur ist dem FC Bayern in den vergangenen Tagen laut Sky-Informationen mehrfach angeboten worden. Demnach wird eine mögliche Verpflichtung des 49-fachen Nationalspielers von den Münchner Verantwortlichen intern diskutiert. Der Vertrag des 29-Jährigen an der White Hart Lane läuft im kommenden Sommer aus. Dem Premier League Club ist daran gelegen, noch eine Ablöse für den 1,88 Meter großen Abwehrspieler zu generieren. Dier war 2014 für 5 Millionen Euro von seinem Ausbildungsklub Sporting Lissabon nach London gewechselt. In 9 Jahren bestritt er insgesamt 361 Pflichtspiele für die Spurs und steuerte 25 Torbeteiligungen bei. In den Plänen des neuen Spurs-Trainers spielt er nach dem Transfer von Wolfsburgs Miki van de Ven derzeit jedoch keine Rolle mehr, stand in der laufenden Saison in der Premier League noch nicht im Kader. Manchester United hat im Rahmen der Suche nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld wenige Tage vor Transferschluss Gespräche mit Pierre-Emil Højbjerg aufgenommen. Der dänische Nationalspieler würde bei einem entsprechenden Angebot die Wechselfreigabe von seinem aktuellen Club Tottenham Hotspur erhalten, berichtet Sky Sports. Zuvor hatte der englische Telegraph von einem grundsätzlichen Interesse der Red Devils berichtet. Der Vertrag des ehemaligen Bayern-Profis an der White Hart Lane läuft noch bis 2025. Eine Offerte in Höhe von 35 Millionen Euro von Atletico Madrid wurde dem Vernehmen nach zwar vom Club akzeptiert, die Spanier konnten sich jedoch nicht mit Højbjerg einigen. Dass United mit Trainer Erik ten Hag dahingehend bessere Karten haben könnte, gilt als wahrscheinlich. Spieler und Coach kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern gut. Ob Manchester einen Transfer auch finanziell stemmen könnte, ist allerdings fraglich. Knapp 200 Millionen Euro investierte der Club in diesem Sommer bereits in 3 Neuzugänge. Auf der Suche nach einem Linksverteidiger-Backup hat Manchester United übereinstimmenden Berichten zufolge offiziell eine Leihe des Spaniers Marc Cucurella beim FC Chelsea angefragt. Die Premier League-Rivalen diskutieren demnach aktuell die Möglichkeiten eines kurzfristigen Deals, meldet unter anderem The Athletic.
Dem Transferexperten Fabrizio Romano zufolge ist in den Gesprächen Uniteds mit Cucurella zuvor bereits eine Einigung erzielt worden. Der 25-Jährige hatte bei den Blues zuletzt das Nachsehen gegenüber Ben Chilwell, blieb in den bisherigen 3 Saisonspielen Chelseas ohne Einsatz. Cucurella war vergangenen Sommer für 65,3 Millionen Euro aus Brighton an die Stamford Bridge gewechselt und zählt dort nach wie vor zu den 10 teuersten Zugängen. Cucurellas Vertrag in London läuft bis 2028. In der vergangenen Spielzeit hatte er wettbewerbsübergreifend insgesamt 33 Partien für Chelsea bestritten, blieb aber hinter den hohen Erwartungen zurück. Der Hamburger SV steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des 6. Neuzugangs. Übereinstimmenden Berichten aus Polen zufolge leihen die Norddeutschen den Mittelfeldspieler Lukasz Poreba für eine Saison vom französischen Vizemeister RC Lens aus. Im Zuge des Deals sichert sich der Zweitliga-Tabellenführer auch eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Der 23-Jährige wechselte vergangenen Sommer für 350.000 Euro zum Ligue 1 Club, kam dort jedoch über 10 Kurzeinsätze nicht hinaus. Der Vertrag des 10-fachen U21-Nationalspielers in Lens ist noch bis 2027 datiert. Was sagt ihr zu den Transfers von Eintracht Frankfurt und glaubt ihr, dass Kolomouani noch zu Paris Saint-Germain wechselt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hier haben wir jetzt noch weitere Videoempfehlungen für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal.